So. Hey, Mister, du siehst mich doch schon. Komm her. Habe ich schon mitbekommen, der hat mich schon einmal weggeslappt. Da vorne war einer, naja. Das hier ist ein Schwert, Alter. Ich gehe jetzt zuerst mal den da hinten machen. Ups. Glück gehabt. Ah ja, der hat auch wieder 1-3 gegeben. Nice. So, komm mal da raus. Hey, Mister. I feel you, Joanna. Komm mal her. Der hat was. Oh, der hat was gedroppt, tatsächlich. Lulz. Gut, dass ich das immer übersehe. Ah ja, der andere da hinten ist auch schon auf mich. Drachentöterfall. Ein. St Nein. Immerhin. Ah. Gut, dass das Spiel das wieder gespeichert hat. Oh oh. Ich sehe nichts. Lass das mal kurz. Ja, jetzt trinke ich schnell einen Schluck. Und jetzt können wir weitermachen. Mistvieh. So, da hinten steht noch einer. Kommen Sie mal her, junger Mann. Hallo, hierher. Wo ging denn der Schwertstich hin? Das tut mir ein bisschen leid. Sorry. So. So ein bisschen zumindest. Also bei denen ist es jetzt halt auch nicht schwer. Ja, die finde ich, da bei denen hier ist das Parieren halt übel einfach. Die Speerspackos finde ich immer noch scheiße. So. Sechzehntausend haben wir jetzt. Das ist zum Beispiel so ein Speerspacko, genau. Den hätte ich gerne mal hier draußen. Kamera. Du hast jetzt einen Hieb noch. Keine Fresse. Geh weg. Auch nur 1000. Brrr, hier vorne ist ja noch einer. Nicht so kaluka, wenn ich ehrlich bin, aber egal. Komm mal ein Stückchen näher an mich ran. Ja, genau so. Zack! Oh, stehen sie auf, junger Mann. Und auf Wiedersehen. So, jetzt bin ich bei 18.000. Das reicht, glaube ich, aber noch nicht. Hier ist aber noch ein Sperre da drinnen, ne? Genau. Komm. Komm. Komm noch ein Stückchen hierher. Aua, ja. Tür. Kann ich dich hier rausziehen? Ich kann dich hier rausziehen, oder? So. Noch ein Schritt. Ja, komm mal hierher. Hier ist noch ein bisschen mehr Platz. Hier möchte ich gerne gegen dich kämpfen. Ja, genau.
Hast mich gefunden, ich bin stolz auf dich. Ich wollte sagen, ich stand doch schon hinter ihm. Achso, da habe ich das. Oh Gott. Oh. I mean, natürlich all according to plan. So, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Das 19.000 müssten eigentlich reichen für ein Level-Up. Also ich werde jetzt zurückgehen zum Bonfireino. Halt, stopp. Andere Seite. So. Dürfte keiner mehr gewesen sein. Ich habe ein bisschen gezweifelt an mir selber, aber nein, hier dürfte keiner mehr sein. So. Gehen wir mal oben. Ah, nee, ich brauche ja gar nicht oben lang, oder? Ich kann. Oh, der da drüben hat auch was gedroppt. Habe ich auch nie gesehen. Nein! Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Noch ein Drahntöterfall. Nehme ich doch mit. So, jetzt gehen wir hier auch drüben bei dem Dings raus. Bei dem Schmied. Zack. So. Mit dem Drahntöterfall auf den Drachen schießen. Nee, das wäre zu einfach. So, Widow. Ich werde, glaube ich, die letzten zwei oder drei Level auf Ausdauer geschmissen, wenn ich mich richtig erinnere. So rum. Schließlich möchte ich ja nach unten. Jo, erstmal an der Ecke hängen bleiben. Wow. Okay, da war ein Clipping-Fehler durch die Bewegung. Interesting. Und gut zu wissen. So, und jetzt bitte sag mir. Ja. Na, 17.000 hätte ich sogar nur gebraucht, ne, siehst du. So. Jetzt. Die Kristallhellebade. So, jetzt meckert er auch nicht mehr. Ah, oh, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich, Vollidiot. Warum will ich denn immer mit X angreifen? Stehe ich nicht. Wo ist eigentlich das Licht aus? Hm. So. Okay, der Angriff ist aber an sich sehr, sehr langsam, ne? Und du bist halt... Okay, greift man mit der Hellbade tatsächlich eher zweihändig an, weil das besser ist? Okay, du machst aber auch da diesen komischen Trampelhip. Okay.
Probieren wir es mal. Also im Endeffekt habe ich ja jetzt hier einfach nur meinen schweren Angriff, den ich vorher hatte, jetzt halt auf dem normalen Angriff. Mit einer höheren Reichweite. Was ja durchaus nicht schaden kann. Okay. Let's try it out. Ui, entspannt euch mal. Alle beide bitte. Ah, da hat er mich getroffen. Ärgerlich. Gehst du langsam? Ja, du gehst relativ langsam. Das könnte eng werden, wenn du jetzt da nicht gleich durchgehst. Okay. Hab dich gehört. Ah, fuck! Okay. Alter, das war dumm. Okay, Konzentration wieder. Er kommt. Oh, das war lucky. Müsste ich allerdings nach hinten. Okay, die Helbade macht tatsächlich im Allgemeinen mehr Schaden als das Schwert. Yo, Fetti! Hören Sie bitte auf. Oh, ich sehe ihn schon. Nein, nicht treten! Weißt du, immer wenn ich treten soll, trete ich nicht. Und wenn ich nicht treten soll, dann meine ich immer erstmal, oh, jetzt erstmal schön treten. Oh, oh. Ja, genau. Das war ein super guter Trunk. Der hat sich voll gelohnt. An der Stelle. Er charged, wenn ich das richtig sehe. Ja, das hat mich natürlich... Ja, und das trifft mich auch. Ärgerlich. An der Stelle. Genau, nochmal einen Angriff. Ich dodge roll nach hinten und trinke ganz schnell was. Sind wir uns da einig? Ich sehe Fetti nicht. Da ist Fetti. Charged. Ich sehe Fetti nicht. Scheiße. Ich will mir die Kamera dann drehen, deswegen verwechsel ich manchmal einfach das Target. Das ist einfach dumm. Ah, Fetti, lass mal deinen Freund da vorbei, bitte. Ich sehe nämlich nichts. Das macht sich ein bisschen doof. Jetzt kommt er wieder angecharged. Oder auch nicht. Ja. Ah, natürlich. Ich habe ihn wieder nicht gesehen, da hat er mich gleich wieder gevögelt. Das war so richtig hart an allem. Ich sehe den anderen wieder nicht. Ah, er charged, aber nur den kurzen Charge. Auch wieder nur der kurze Charge. Oh, Manometer, Alter. Wie lange der rumstolpert mit dem... Nein. Oh, Mann. Ach so, das hat mich auch getroffen. Natürlich. Weil ich den anderen gar nicht gesehen habe. Nicht gesehen habe, dass der einen Angriff macht. Mmh, lecker. Puh, eigentlich kann ich den Try auch schon wieder in die Tonne treten. Weil ich schon wieder nur noch 4 Flakons habe und einen davon jetzt benutzen muss.
drei Flakons zu zweite Dings schaffen? Schwierig, glaube ich. Na, sie hat... Machst du den zweiten auch noch? Nein, natürlich nicht. Ist dein Kumpel wieder nicht? Er macht seinen Charge. Ja, natürlich! Wenn er jetzt Dodge-Rolle macht, ne, dann rast sich gleich aus, Alter. Gut, diesmal habe ich sie tatsächlich im Nachgang nochmal gedrückt. Oh, Alter. Direkt nach einer Rolle anzugreifen, ist halt auch das Dümmste, was ich machen kann, ne? Weil dann macht er nicht den guten, also diesen Peaks-Angriff, den Stichangriff. Sondern macht halt so einen Rundum-Angriff. Die Waffe ist halt auch unendlich langsam. Holy shit. Das ist ein komplett anderes Spielen. Oh no. Oh Gott, habe ich ein Glück. Ach so! Ja, natürlich. Danke, Hitbox. Ach so. Komm, töte mich. Der Run ist eh gelaufen. Na los. Danke. Das war eh nicht gut. Okay. Das Ding ist halt einfach, dass der Angriff, hier, der hier, du, unendlich langsam ist, weil du halt übel weit nach vorne fällst dabei. Die Sache ist halt die, ich parry ja eh nicht. Eigentlich wäre es doch sinnvoll, einfach die Waffe zweihändig zu nehmen, oder? So, 3 und 2, danke für den Follow. Ja, wahrscheinlich wieder ein Bot. Gehe ich mal von aus. Anscheinend. Ah ja, natürlich. Okay, wir gehen wieder mit einem Estus-Flakon weniger rein in den Kampf. Rein da. Den musste ich jetzt mal blocken, weil ich von der Wand weg musste. Ich hab das, ich wusste es. Das ist aus dem Augenwinkel gesehen. Was ist das denn jetzt? Warum? Oh, Alter. Danke. Endlich wieder beide in den Fokus bekomme. Ah, fuck my life. Ja, natürlich! Das ist einfach dumm.
Ach, meine Fresse. Das dürfte mich jetzt nicht treffen, das hätte mich jetzt aber auch. Ach ja, in der Dodge-Rolle triffst du mich. Willst du mich verarschen? Ich sehe nichts. Das könnte wieder knapp werden. Ich glaube, die werden mich treffen, wenn ich hier jetzt reingehe. Er steht schon hinter mir. Ja, das ist zum Kotzen. Darf ich bitte aufstehen? Der chargt schon, der andere. Ich hab's gesehen. Ach, come on! Kriege ich mehr Schaden, wenn ich mein Schild nicht habe? Auch wenn ich es gar nicht benutze? Ich drück doch B, du verficktes Drecksspiel! Ja, und tschüss. Oh, lol. Da habe ich Glück gehabt. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Na komm. Achso, das reicht nicht von der Range, okay. Hitbox wieder, ne? Ich sehe ihn nicht. Da ist er jetzt. Charge dann. Aber nur der kurze Charge, okay. Ja, da war ja nichts mehr drin. Das andere habe ich wieder verloren. Okay. Jetzt kommt der lange Charge. Ah ja, natürlich. Oh, Alter. Hör doch mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Ehrlich jetzt. Keine gute Position für mich. Richtig beschissene Position für mich. Ja, blöder Angriff. Nimmst du den zweiten... Ah, scheiße, jetzt charge der.
Das ist der große Charge, ne? Ah, er dodged. Aua, au! Oh, ja, natürlich hittet der mich da noch von der Seite. Weil ich gestaggert bin. Boah, keine Ahnung. Uiuiuiui. Der Ausfallschritt, den er macht, ist aber auch nicht von schlechten Eltern, du. Der Charakter, der ist ja fast... So ein Angriff von Anfang an stehe ich fast in der Mitte der Säule, der holy shit. So, jetzt bitte wieder in einem Run durchkommen. Was sagt eigentlich die... 19, okay, also es dauert ewig, also es dauert ein bisschen, bis die runtergemacht ist. Sehr gut. Geronimo! So lang, du willst da lang, okay. In der... Wieso treffen die mich denn immer in der Dodge-Rolle? Das ist ein Joke. Aua, in den Hacken hat er mir geschossen. Rein da jetzt. Ja, ich bin... Alter... Er ist zum Glück da hängen geblieben, sehr gut. Da sticht zu dich dran. Hm, geil. Steh auf! Alter. Werde ich jetzt was trinken können? Hm, dumme Idee. Na wohl. Besser funktioniert als gedacht. Ist nur der kurze Charge. Das ist ein Blitz. Das ist nochmal ein Blitz. Das ist nicht gut. Ja, genau deswegen. Steh auf! Oh, Alter. Ich brauche auch immer 20 Jahre zum Aufstehen. Das war lucky. Oh, what? Alter, die Hitbox ist halt garbage. Das ist zum Kotzen. Ja gut, ich sehe den anderen nicht. Das ist sehr gut. Und dass er halt immer rumdodgt, ist halt auch komplett bescheuert. Ja, dass er halt immer so in einem Winkel dodgt. Er charged. Nicht gut. Das ist uncool. Nein, 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 ja. Nein, da ist eine Treppe! Lass mich raus! Oh mein Gott! Ihr Scheißsäule! Oh, ja, 10 Jahre trinken. Hm. Meine Fresse! Ist das stupid! Natürlich. Achso. Hätte mich ja fast noch getroffen, ne? Der Internet liebt dich nicht, das ist natürlich ärgerlich.
Oh, Alter, komm schon, Ornstein. Kannst du mal irgendwas machen? Ich sehe nichts. Ich sehe ihn nicht mehr. Und er charged wieder. Richtig geiles Ding, Alter. Ja, danke dafür. Es ist zum Kotzen. Dodge-Rolle, Dodge-Rolle. Ja, okay. Zwei Estus-Flakons. Das Ding ist schon wieder gelaufen. Ich schaff doch die zweite Phase niemals mit nur zwei Estus-Flakons. Ja, und vor allem nicht, wenn du geblockt wirst von deinem dummen... Ja, komm, töte mich. Ist mir jetzt egal. Das ist so dumm, dass der dahinter stecken bleibt, im Charge an, in der Animation und sich nicht weiter nach vorne bewegt. Ey, das ist einfach so richtig dumm modelliert. Der ist fett und rund. Du kannst nicht hinter ihm stecken bleiben. Du musst um ihn rumgleiten. Und das nicht erst 20 Jahre, nachdem du angefangen hast. Bah, ist das Garbage. Da hat sich From Software auch gedacht, nur, das ist eine geile Idee. Komm, der kann dahinter stecken bleiben. Der geht einfach nicht an dem vorbei. Und er bleibt in der Charge-Animation so lange, bis er beim Spieler angekommen ist. Und wenn das 10 Jahre dauert, ist uns egal. Ja, nochmal rangehen und dann nochmal entfachen. Dann kriegt man mehr Estus. Habe ich durch Zufall mal bei einem YouTuber gesehen. Der hat das zweimal gemacht und hat dann 15 Estus gehabt. Also umso häufiger du das entfasst, umso mehr Estus bekommst du. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde wahrscheinlich auch das da unten gleich nochmal entfachen, wenn ich jetzt nochmal verrecke oder zu wenig Estus haben sollte, gefühlt. Das war knapp. Ja, okay, danke. Entspannt euch mal hinter mir. Das könnte zu früh gewesen sein. Oh, nee, geht. So, Mister, hallo? Das war gut. Nee, so nicht. Okay. Charged der? Ja, er charged. Okay. Ich sehe den wieder nicht. Das ist scheiße, wenn der hinter ihm ist. Jetzt kommt nämlich der Charge. Ja, und ich krieg den Hammer ab. Kannst du es entfernen, Zocker? Naja, dann nicht.
Tja. Das ist so ein Witz. Ja, schlaf ein beim Durchgehen. Ist okay. Oh, er charged nicht. Ja, nice. Geiles Ding. Ach ja, natürlich. Ja? Machen wir heute noch irgendwas oder haben wir keinen Bock mehr? Okay. Ich warte auch noch 20 Jahre, ist kein Problem. Das sieht scheiße. Da kommt er angecharged. Na, aber natürlich hat das nicht getroffen. So viel zur zusätzlichen Reichweite. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt in den nächsten 3, 4 Anläufen nicht schaffe, werde ich das definitiv sogar in Betracht ziehen. Langsam kann... Ja, natürlich! Du dummes Stück Scheiße! Oh my fucking Lord! Ah ja, natürlich. Dankeschön, Kamera. Wir haben also wieder richtig Bock. Ja, Kamera? Haben wir wieder richtig Bock? Dankeschön. Wo ist der andere Pisser? Oh, fuck, ich habe ja kein Schild. Oh, Mann. Ja, danke. Danke dir, dass du da wieder nicht irgendwas machst. Es ist zum Kotzen. Ich habe eigentlich keinen Bock, den ganzen Scheißweg hier immer nochmal zu laufen, ne? Aber ja, natürlich, der Backswing. Ach komm, nee, töte mich, ich habe keinen Bock mehr. Genau, mach hin. Wo kriege ich das Ding? Ich habe keinen Bock mehr. Es nervt mich gerade nur noch. Alter Schwede. Kann ich nebenbei auch noch ein bisschen leveln. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann aus Anor Londor wieder raus muss, I guess. Das heißt, ich mache mich schon mal auf den Weg raus, während ihr mir sagt, wo das ist. Dann kann ich auch nochmal einen Abstecher in den Wald machen. Mir das Schild holen und den Ring. Dies ist eine Idee. Erstmal eine Pause von den beiden. Erstmal was anderes machen. Ich darf zum Friedhof. Oha, okay. Zu den Skeletten. Okay, das heißt, ich würde halt rein vom logistischen her, würde ich erst den Wald machen und danach dann den... danach dann den Friedhof mit den Skeletten. Das ist, glaube ich, vom Weg her die sinnvollste Variante. Kann ich mir das Grasschild holen? Den Ring von dem einen Typen. Ah, falsch. Was will ich denn hier? Und dann auf den Friedhof. Das ist, glaube ich, so vom Weg her die logische Variante. Oder? Ich komme ja jetzt als erstes, komme ich ja beim Schmied vorbei. Und vom Schmied aus in den Wald ist ja die kürzeste Variante. Hätte ich jetzt gesagt. Und Heimofli.
Eine krasse Waffe zu holen, ne? Das hört sich doch gut an. Dann gehen wir als erstes in den Wald. Wenn es da Waffe, Schild und Ring gibt, dann nehmen wir das doch als erstes. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Der Weg dahin ist halt nur so nervig lang. Und dann nachher wieder den ganzen Scheiß zurück durch die ganzen Fallbeile und sowas. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Hey, Mister. Bring mich mal wieder runter. Das sieht doch gut aus. So finde ich doch mein Dark Souls viel schöner. Nicht so hell wie oben in Anor Londor. Ups. Sorry, Mister. So. Was ist eigentlich, das wollte ich auch mal wissen, was ist da unten bei diesem Ritter? Ist da irgendwas Sinnvolles? Lohnt es sich, da hinzugehen? Ich kann nicht mal runter. Da ist gar nichts. Doch, ist eine Leiter, da geht's noch runter. Der eine mit dem Sprung nach rechts runter ist man ja fast beim Boss. Nicht unbedingt. Ist das ein krasser Gegner? Warte mal, kann ich denn? Rein theoretisch geht das? Naja, warte, bleibt der Firebird an den Dings hängen bleiben, I guess. Okay. Ja. Hey, du Arsch. Na, was geht? Ach, halt, stopp, ich habe ja die Abkürzung hier. Never mind, ich brauche ja gar nicht so weit latschen. Die habe ich ja voll vergessen. Von André zur Hydra. Stimmt ja, das habe ich ja voll vergessen. Das ist jetzt natürlich uncool hier, dass der jetzt hier direkt vor mir steht. Tschüss! Au, hör mal auf mich zu blitzdingsen, bitte. Das finde ich nicht so witzig. Oh, da oben ist noch ein Item. Das ist quasi für Anfänger. Willst du mir damit was sagen? Ah, warte. Und Sprint. Ihr könnt mich beide mal. Tschüss. So. Okay. Ponk. So, dann setze ich mich hier mal kurz hin. Gehen wir wieder raus. So. Hey, falsche Richtung. Ich will runter. Nicht hoch. So, na dann. Hi, André. Tschüss, André. Oh, zack. Willkommen zurück, Mr. Wald. Ach ja, warte mal, die hatten ja gar nicht mal so wenig Range. Oh, aber die sind fast One-Shot mittlerweile, sehr gut. Außerdem kann ich hier noch ein bisschen Gegengift farmen.
Glück mit dem schwarzen Ritter. Da kommt ein schwarzer Ritter. Oh, hi. Tschüss. Dann mal, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ach ja, hier war ja auch noch so ein Weg. Also ich muss den Weg soll ich nehmen, muss ich nehmen, sagst du. Sagt ihr. Hier lang, ja? Finsterwurzbecken. Ah, da unten ist ein... Nein! Egal. Ist viel zu weit weg. Ja, übel. Schwer. Daran zu kommen. Gelootet hatte ich hier schon. Das weiß ich noch. Da ist der See mit der Hydra, glaube ich, ne? Hier noch irgendwas? Unten in die andere Richtung. Also hier lang? Da ist auf jeden Fall noch ein Item. Will ich erstmal kurz hingucken. Oh Gott, okay. Ja. Schwarzer Ritter. Der schwarze Ritter also. Ich bin richtig, okay. Okay, der kriegt also ordentlich Schaden, das ist gut. Das kann ich auch, okay. 22 noch trotz... Oh nein, warum? Okay, der kriegt einfach nichts. Oh nein. Warum? Warum bin ich so dumm?